Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss mal eben einen kleinen Einspieler machen. Wir haben hier eine Schnecke, die wir sogar streicheln dürfen. Das machen wir doch mal eben. Freund, locke dein erstes Tier an. Oh, yes, oh, yes. Ich finde das cool. Hier hat sich so viel getan. Also eigentlich nicht so viel. Aber hier kommen schon Schnecken zu Besuch. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. So, und jetzt geht's weiter. Ihr habt ja gerade schon gesehen, ich habe ein bisschen offline gearbeitet. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb es jetzt, ich glaube, zweimal keine Folgen mehr gegeben hat. Es tut mir wirklich leid, aber ich musste ein bisschen ist gut, ich musste Geld grinden. Wir haben noch nicht so viel. Ich kann euch das, glaube ich, ja genau. Wir haben aktuell 855, aber es gab ein Update und dazu muss ich sagen, die Entwickler haben es wirklich gut mit uns gemeint. Da komme ich jetzt gleich auch nochmal zu. Ihr seht auch schon, ich habe hier nochmal ein paar neue Tulpen gepflanzt. Drei rote Tulpen habe ich hier hingepflanzt. Und ja, ihr habt ja jetzt gerade schon in dieser Zwischenszene gesehen, wir haben hier einen ganz süßen Untermieter bekommen. Ja. Ich glaube, die fühlt sich hier ganz heimisch und die bleibt wahrscheinlich auch erstmal hier oder hoffentlich die ganze Zeit hier. Ja, was haben wir denn jetzt? Wir haben Freitag, dann können wir auf jeden Fall in die Stadt gehen. Ich hatte gerade schon ein bisschen die Befürchtung, dass wir Wochenende haben und jetzt keine Sau da ist. Das wäre nicht so günstig. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, auf einmal ändert sich das, oder wie? So, hi, Tin. Hey, brauchst du noch was? Ich würde gerne etwas kaufen. Ach so, ich muss aber erstmal. Ich glaube, eine Axt brauchte ich, ne? Ich hoffe, ich kaufe jetzt nichts Falsches. Und ihr seht hier schon die Preise, was sich geändert hat. Die Sachen waren ja. Also gut, die anderen weiß ich nicht genau. Aber die lagen ja bei 1600 oder 1650 jeweils. Und das ist schon ein mega, mega Unterschied, bin ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt gerade am Gucken, aber das bedeutet, glaube ich, nur, dass der eine davon drin hat. Und die könnte man quasi so oft verkaufen, wie man möchte. Was ich schwachsinnig finde, weil, sind wir mal ehrlich, wir haben ja hier Axt und Spitzhacke. Warum sollten wir die neu kaufen? Aber das erklärt zumindest, warum die so billig sind, ne? Muss man auch dazu sagen. Okay, also ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal die Axt in der Hoffnung, dass das jetzt richtig war. Die Silberaxt. Ach so, die andere. Das ist quasi nur eine Aufwertung oder was? Aha. Okay, na gut. Dann mit der super tollen neuen Axt, so sieht sie aus. Neu geschliffen und poliert. Gehen wir jetzt mal hier rüber. Ach so, da ist mir übrigens auch noch was aufgefallen, weil ich habe ja jetzt ein paar Mal, ich glaube, ich habe zweimal diese Muffins oder was das waren gemacht und habe dann dementsprechend ein paar Mal die Tage sozusagen übersprungen. Übersprungen in Anführungszeichen. Ja, auf jeden Fall magischer Rasen. Der schwebt voller Magie in der Luft. Okay, auch nicht schlecht. Ah, bist du die gleiche Schnecke oder bist du eine andere Schnecke? Falls du die gleiche bist, tut es mir leid, dass ich dich stalke. Falls du eine andere bist, ist alles gut. So, mir ist nämlich aufgefallen, dass da oben, wo wir ja, ach so, da müssen wir ja sowieso hin, wo wir ja eigentlich schon alles freigemacht hatten, ich glaube 2 Folgen vorher. Da konnte ich alles wieder looten beim letzten Mal, wo ich hier gewesen bin. Und ich sehe gerade, Kleeblätter können wir auch jetzt wieder neu looten. Also keine Ahnung, wann das hier immer neu ist, aber da waren auch diese Chests und so, die waren auch wieder da, dass ich die wieder einsammeln konnte. Das fand ich cool. So, jetzt ist. Ja, ist okay. Jetzt ist die Frage, funktioniert das jetzt? Yes! Perfekt. Ja, die hört sich immer so lustig an, irgendwie. Und wir haben, glaube ich, in der Neuerung auch drin gehabt, dass diese komischen Punkte da oben rechts, diese Müdigkeitspunkte, die keine Sau verstanden hat, ehrlich gesagt, dass die auch nicht mehr drin sind, wenn ich das richtig sehe. Gehen wir jetzt einfach hier durch. Und da oben. Huch! Da oben war doch jetzt gerade noch was. Hä, komme ich da jetzt von. Was bist du denn? Feentau. Aha. Ey, jetzt sag bloß, wir. Oh, was ist das denn? Sag bloß, wir sind jetzt hier wieder in so einer anderen Welt.
ehrlich gesagt, dann hätte ich das gerne gehabt, wenn es jetzt nicht geregnet hätte. Dann hätte man das hier schöner sehen können. Ich bin ja immer darauf eingestellt, dass jetzt gleich irgendwas kommt, womit ich kämpfen muss, ne? Ich habe zu viel andere Spiele gespielt, ich merke das schon. So. Im Dunkeln sehe ich das jetzt auch nicht so gut. Ist das hier so hoch? Aber hier unten komme ich auf die andere Seite. Da hinten leuchtet noch was. Ich schau mal kurz, was es hier noch gibt. Ist das jetzt nur... Ah ja, ist anscheinend das Licht von oben, was hier irgendwie von den Bäumen... Was hier unten reflektiert, kann das sein? Muss mal gucken hier. Da können wir uns den Weg auch noch frei machen. Hätte ich vielleicht doch erstmal oben rum gemusst, oder? Nicht, dass das jetzt hier irgendwie so ein Secret ist oder so. Ich schau mal eben hier, ob da noch was ist. Das ist quasi der Weg, den ich eigentlich gehen wollte, unten rum. Komme ich von hier unten auch da hoch? Nee, aber hier kann ich... Ah... Okay. Ja, ich hab's ja gemerkt. Hallöchen. Ich hoffe, du bist was Gutes. Hallo. Feenstaub. Essbarer Glitter. Wie geil ist das denn? Ja, was ist mit dir? Mit dir kann ich gar nichts machen. Oder ist das nur, wo ich den Feenstaub jetzt eingesammelt habe oder was? Oh, da oben ist noch ein Chest. Ich weiß, da hinten waren auch noch Sachen. Oh, die kann ich einsammeln. Feengrassamen. Also das hier ist auf jeden Fall das Land der Feen. Ist das cool. 500 Münzen. Da können wir uns direkt das nächste holen. Wie geil ist das denn? Da können wir uns noch die Spitzhacke holen. Komme ich hier nicht hoch, ne? Ach, ihr Schweine. Na gut, gehen wir erstmal die anderen Sachen hier unten holen. Ich dachte gerade, da sitzt eine Eule. Langes Katzenstofftier. Ach so, aber die sehen immer so komisch aus. Nicht, dass man wirklich mal sowas in Form von einer Katze kriegt. Na gut. Da haben wir ja sowas Ähnliches vom Hasen gehabt. Das war jetzt die Ecke, wo ich gerade rausgekommen bin, ne? Und du bist dahinter. Ich denke mal, dass du auch nirgendwo anders hingehst. Ja, ist ja gut. Du sollst das nur einfach wegmachen. Mir nicht. Hallo. Ja, mach es doch weg. Warum macht die das jetzt nicht? Sag mir nicht, die braucht da jetzt eine neue für. Hallo. Also kann ich die alle wegmachen, aber die jetzt nicht mehr. Hä? Ist aber auch das Einzige, wie ich da hinkomme, ne? Guck mal, ob ich hier vielleicht hochkomme. Ja, hoch ja, aber ich komme dann nicht dahin, wo ich hin will. Ach, das ist doch doof. Ja, da springt sie auch nicht. Hä, wieso bist du jetzt hier? Hat sich doch jetzt nur bewegt, weil ich weiter weg war, oder? Aber wieso kann ich den jetzt auf einmal nicht mehr wegmachen? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Also jetzt muss ich ganz eindeutig sagen, das ist definitiv ein Bug gewesen. Das seht ihr doch auch so, oder? Also die ganze Zeit funktionierte das, dann auf einmal nicht mehr und dann... Habe ich jetzt gewechselt auf ein anderes, so wie jetzt auch. Und dann hat es wieder funktioniert. So, ich muss das jetzt nicht verstehen. Ich habe da aber auch nichts von, ne, wenn ich das mache. Oder kriege ich da Feengrassamen? Ne, das ist nur, damit das weg ist, ne? Aber ich möchte es halt schon gerne weghaben.
Also sobald ich Schaden bekomme, ich meine, das kann doch nur ein Bug sein, oder? Das ist doch jetzt nicht gewollt so. Sobald ich Schaden bekomme, Springkessel, nee, Springkressen irgendwas. Ja, ist das irgendwie am Buggen? Ich weiß auch nicht. Gut, da kann ich noch hin. Rosensamen, sehr schön. Eine Spalierwand. Oh. Das hört sich gut an. Nochmal Feenstaub. Was ist mit dir? Mit dir können wir nichts machen. Du siehst nur irgendwie so aus, als ob man was mit dir machen kann. Ist da was im Wasser? Nee, das ist nur eine Reflexion, oder? Mein Gott, ich bin hier gerade voll fasziniert von dieser Umgebung und was es hier alles gibt. Feengrassamen, ich höre hier auch was. Na, nimm das. Sammeln. Ich dachte jetzt gerade, es hat was mit den Sachen hier zu tun. Aber anscheinend nicht. Oh, oh. Alter, wo bin ich? Kann ich da rauf? Oh mein Gott. Da kann ich auch rüberlaufen. Wo bin ich hier? Was soll das? Da oben ist, glaube ich, ist das ein Eingang, ein Ausgang? Keine Ahnung. Alter, da oben ist auch nochmal was? Bin ich hier gelandet? Moment, wir machen da mal eben ein Foto von. Muss ich die Sachen hier... Nee, die kann ich nicht einsammeln, ne? Das sind ja immer mehr, wenn man da hinläuft. Was ist das hier? Aktivieren? Fremde Stimme. Nein. Eindringling. Abgelehnt. Huh? Wo bin ich denn jetzt? Alter. Öffnen? Weinfass? Das ist... Ist das jetzt mein Keller oder was? Okay. Also ihr seht mich... Also ihr seht mich gerade nicht, aber ihr seht mich hier echt sprachlos jetzt gerade. Zum ersten Stock. Es tut sich nichts mehr. Vielleicht kann ich Tin danach fragen. Ah. Hm. Okay. Also das wird wohl so gewollt sein, dass man abgelehnt wird. Achso, das war zum Umkleiden, ne? Da bin ich wieder draußen. Genau da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wusste, dass ich genau falsch rumlaufe. Aber egal. Ey, was schläfst du hier in meinem Kräutergarten? So geht das aber nicht. Aber lassen wir die mal da schlafen. Es ist komplett nass draußen. Ich glaube, wir müssen echt nochmal eine Truhe machen. Moment, was brauchen wir denn für eine Truhe? 10 Bretter. Mehr nicht. 10 Bretter. Dann nehmen wir die auch noch mit. So. Machen wir einmal noch Bretter. Dann haben wir 6 Stück, genau. Dann können wir nämlich die Truhe machen. Zack. So. Das tauschen wir einmal. Und stellen die so ein bisschen so hin. Und da tun wir nämlich jetzt die ganzen Sachen hier von diesen Feen. Weil kann man das eigentlich benennen? Nee, ne? Aber man hört was. Man hört Musik. So, Feengrassamen und so weiter. Ja, da würde ich jetzt sagen, die setzen wir dann einfach, wenn wir das können. Ach nee, das haben wir noch woanders, ne? Setzen wir die dann einfach in den Garten rein. Ich vermute mal ganz stark, dass das dem Garten dann auch helfen wird, noch ja, besser halt eben wachsen zu können. Ich bin gerade so aufgeregt. Tin soll mir fragen. Wer war jetzt Tin? Ich habe hier wieder völlig alles vergessen. Nachdem ich dann jetzt die ganze Zeit quasi nichts machen konnte. Die Samen, genau. Die Samen wollte ich noch eben
reinsetzen. So. Die können wir... Hier hatte ich... Ach so, den Boden. Können wir den Boden eigentlich auch irgendwie machen? Hier hatte ich extra was angepflanzt. Sagen wir mal, vielleicht kann man da noch eine Unterteilung machen. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs, sieben. So. Gießen brauchen wir die nicht, aber ein bisschen Dünger, glaube ich, wäre noch ganz gut, wenn wir das noch drüber machen würden. Zum einen ist es dann auch schön markiert, dass hier was ist. Und zum anderen, denke ich mal, wachsen die dann noch besser. So, dann haben wir noch mal dreimal Rosen. Ach so, Rosen, keine Tulpen. Die würde ich dann dementsprechend auch hier so ein bisschen im Abstand machen. So. Zack und... Zack. Dann auch, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt tatsächlich bei den Blumen wichtig ist, muss ich sagen. Aber da schmeißen wir auch noch was Dünger drauf. So, hier habe ich auch mal versucht, ein bisschen mit Dünger das Ganze ja wirklich auszufüllen. Also da hoffe ich mal, dass dann der Boden irgendwie noch dunkler wird oder so. Haben wir jetzt alles... Ja, haben wir soweit alles. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was mit Tin ist. Ich laufe nochmal eben schnell hin. Wahrscheinlich komme ich jetzt da an und dann können wir gar nicht mehr mit dir sprechen. Ich meine, das wäre aber die gewesen, wo wir jetzt gerade die Axt geholt haben, oder? Bin mir nicht sicher. Oh, jetzt habe ich hier den Dünger in der Hand. Ist vielleicht nicht so toll. Du warst doch Tin, oder? Ja, genau. Brauchst du noch etwas? Ich habe eine seltsame Struktur gefunden. Ja, Strukturen können von Zeit zu Zeit seltsam sein. Das ist ja eine tolle Antwort. Teleportieren dich also alle Strukturen hier an dunkle Orte voller Sterne und dann zurück in deinen eigenen Keller? Hm, das klingt wirklich ungewöhnlich. Hast du versucht, sie aus und wieder einzuschalten? Wie schalte ich eine Struktur aus? Ich weiß nicht. Ferndiagnosen sind nicht immer so einfach. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Wie hat sie ausgesehen? Sie war... Ja, stachelig nicht. Hergestellt aus einem riesigen Kristall. Das eher... Schillernd in verschiedenen Farben. Es könnte eine große Plattform sein oder eine Bühne. Ja, welche meint sie jetzt? Die, die sie wegteleportiert hat? Oder die, wo sie angekommen ist. Also angekommen ist sie auf so einer Art Bühne im Keller. Aber das, was mich wegteleportiert hat, das war ja eher so das hier, wie aus einem großen Kristall. Klingt wild. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Also, weißt du, was das war? Ist es gefährlich? Nun, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte noch nie die Zeit, mir die Dinger genauer anzuschauen. Aber mach dir keine Sorgen. Wie schlimm kann es schon sein? Sie werden doch nicht einfach die Realität auslöschen, oder? Haha. Aha. Ja, genau. Aus irgendeinem Grund mache ich mir jetzt mehr Sorgen als vorher. Es gibt also noch mehr von diesen Dingern? Hm, weißt du was? Ich schaue mir das an und stelle sicher, dass du dabei keine Realität... dass dabei keine Realität zu Schaden kommt, okay? Aber bist du nicht zu viel beschäftigt? Oh, mach dir keine Sorgen. Ich schaffe das schon irgendwie. Außerdem klingt es nach Spaß. Ich könnte wirklich eine Abwechslung gebrauchen. Was ist, wenn du in eine andere Dimension teleportiert wirst? Nochmal. Klingt nach Spaß. Ha! Hey, keine Sorge. Ich habe meine Schutzhandschuhe dabei. Sie sind magiefest, also sollte ich keine Probleme haben. Okay. Warte 2 Tage, während Tin recherchiert. Ach so, halt, stopp. Nee, ich kann nicht warten. Ich muss noch mal kurz bei dir... mal eben schauen, weil ich hätte nämlich auch gerne noch die Axt. Silberspitzhacke. Aber was ist eigentlich mit der 3. Stufe? Hatten die nicht noch eine 3. Stufe hier drin? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also erstmal die Silberspitzhacke. Da müssten wir ja an verschiedene Orte mit hinkommen dann.
So, die haben wir verbessert. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben noch ein bisschen übrig. Das sind eigentlich 500 insgesamt. Ich könnte jeweils zwei Sachen nehmen. Sichel, Schaufel oder Gießkanne. Ich würde sagen, ich nehme erstmal die Gießkanne, damit ich hoffentlich mehr Wasser da drin speichern kann. Da steht, oder? Jetzt mit mehr Kapazität. Ah ja, doch. Zum Graben von Löchern. Jetzt viel einfacher. Ein Gras und mehr. Ach ja. Ja, die Sichel brauchen wir ja auch. Das hätte ich fast vergessen. Oh, danke, Tin. Ich muss los. Das hätte ich fast vergessen. Dann können wir ja. Aber da muss es wirklich noch eine dritte Stufe geben. So, jetzt geht's euch miesen Zeugs hier an den Kragen. Ja, seht ihr? Das meine ich damit. Ist das geil. Dann können wir den ganzen Teil nämlich auch schon mal wegmachen. Ich hoffe, dass wenn das hier vorne alles so ein bisschen weg ist, dass sich das Ganze dann auch ein bisschen wirklich beruhigen kann und dann dementsprechend auch ein bisschen mehr ausbreiten kann. Ich meine, das tut es jetzt ja auch schon. Aber ich habe auch festgestellt, in der Zeit, wo ich halt ein bisschen Geld gemacht hatte hier offline, es waren so, ja, ich weiß nicht, 5, 6 Tage oder was. Ich habe halt zweimal diese Muffins da gemacht. Dafür brauchte ich dann, ah nee, 4 Tage sind das jeweils pro Muffin. Also 8 Tage müssten es gewesen sein in-game. Weil ich muss ja einmal den Teig machen, dafür brauche ich ja auch Zucker. Hallo? Hallo? Keine Kraft mehr oder was? Irgendwie ist das heute ein bisschen verbuggt. Ich weiß auch nicht. Oder sind das die großen? Ach so. Oder sind das jetzt die großen? Das kann natürlich sein. Die sind rötlich. Ich dachte, die kann ich wegmachen. Moment, die anderen. Nee, die anderen sind noch größer. Hä? Aber das kann doch nicht sein, dass das jetzt. Für einen gewissen. Ach so, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, seit wann kann man denn keine Ausdauer mehr haben? Na gut, wir gehen noch mal kurz schlafen. Ach, ich habe das vorher gar nicht gesehen. Ich habe es aber auch gar nicht so beobachtet. Wir haben da ja noch nie so großartig drauf geachtet. Eben aufgrund dessen, weil. Oh, diesen Bug sollten sie endlich mal rausnehmen hier. Haha, ich bin hier die Zeltmörderin oder wer war das mit dem Haken? Oh! Alter, das sieht ja cool aus. Das ist. Da muss ich mal eben. So. Das sieht richtig cool aus. Übrigens, liebe Entwickler, ich möchte bitte immer noch gerne einen Fotomodus haben. Steckt sich da was drunter, oder? Nee, der hat nur einen Stamm bekommen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. So, ich wollte gerade sagen, jetzt. Ja, zieht immer pro Ding, zieht er eins ab oben. Füllt es aber auch nicht wieder auf. Warum hat er es denn gerade wieder aufgefüllt eigentlich? Keine Ahnung. Durch irgendwas hat er es gerade noch aufgefüllt, aber ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das ja auch ein Bug. Vielleicht arbeiten die Bugs ausnahmsweise mal für mich. Wer weiß, wer weiß. Nein, aber. Ach so, wir haben ja auch noch Pflanzen. Das habe ich mal ausprobiert, als ich das hier offline gelevelt hatte. Also mit dem Geld jetzt da, das Geld gegrindet hatte sozusagen. Und zwar habe ich, das habe ich jetzt natürlich nicht dabei, so eine Wasserpflanze aus dem ersten Bereich, glaube ich, den wir mal so erkundet hatten. Und die konnte ich nicht setzen. Die konnte ich aber deswegen nicht setzen. Ich glaube noch nicht mal unbedingt, weil das nicht direkt am Wasser war, weil ich habe ja versucht, sie direkt am Wasser hinzustellen, sondern weil da diese großen Kristalldinger hier, die ich hier wegmache, diese ganz großen, die waren nämlich da in der Nähe. Und ich glaube, dass das dann irgendwie, weil die halt, ne, alles so negativ aussaugen sozusagen, also die Kraft rausnehmen aus dem Boden, also die Nährstoffe, so. Ich denke mal, dass das das Problem war, weil er zeigte mir das auch immer wieder in Rot an.
Und ich bin gerade jetzt auch parallel dazu so ein bisschen am Gucken, ob da jetzt auch wieder irgendwas Neues ist. Ich glaube, so alle paar Tage, wenn man mal geschlafen hat, dann kommt hier auch mal wieder ein bisschen was Neues in den Garten rein. Man muss gar nicht mal viel dafür gemacht haben. Ich wollte eigentlich das in der Mitte haben hier, aber... Nein, du sollst das nehmen, was markiert war. Genau. So. Ja, also ich würde mal sagen, ich werde das Ganze jetzt offline mal so ein bisschen weitermachen. Ach so, wir haben jetzt zwei Schnecken. Vielleicht auch drei, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist die Schnecke von vorne, aber vielleicht ist das wieder neu. Keine Angst, meine Süße. Ich wollte dich nur noch mal streicheln. Ja, cool. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet, wenn man die streichelt. Also entweder kann man die vielleicht dadurch zähmen mit der Zeit. Das kann natürlich sein. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, was cool wäre zumindest, vielleicht je mehr die einen mögen oder so, umso mehr tun die in deinem Garten. Fragezeichen. Ist jetzt nur so eine Vermutung oder wäre zumindest ja mal so eine coole Aktion, wenn das wirklich so wäre. Aber wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Ach ja, stimmt, wenn wir die Dinger hier wegmachen, dann haben wir auch bald wieder jede Menge, was wir in den Komposter reintun können. Das ist gut. Weil wir brauchen ja, wie gesagt, jede Menge Dünger noch, ne? Ich habe ja schon gesagt, ich brauche da ganz, ganz viel. Achso, das ist der Schatten. Ich dachte jetzt, da hat sich jetzt schon was getan, aber nicht so wirklich. Aber wenn man sich das mal überlegt, ich meine, was jetzt hier alles noch weggehen wird. Ach, immer dieses Abstand halt hier. Was da alles noch weggehen wird. Im Prinzip dieses ganze Runde, ja, bis zum Fluss und eigentlich streng genommen über den Fluss hinaus, wenn man so möchte. Also, naja, Fluss, ne, es sieht eher wie so ein Gummibärchenfluss aktuell aus. Nicht wie so ein richtiger Fluss. Ach, Moment, wir können das jetzt hier aber frei machen. Hier können wir das doch mal ausprobieren. Kriege ich den noch weg hier? Und den noch, damit wir ein bisschen Platz haben. Dann hole ich mir, bevor ich jetzt die Folge beende, hole ich mir jetzt mal ganz schnell diese Samen daraus. Und die Tomaten auch. Die hängen jetzt hier natürlich so ein bisschen blöd genau mittendrin. Ah ja, genau. Und hier kann ich auch noch den Grünschnitt reinmachen. Na, wieso willst du... Hallo? Es ist ja okay, wenn du nicht so rübergeklickt werden kannst. Was passiert eigentlich... Ist das wirklich sicher zu essen? Konnte ich die nicht einzeln nehmen? Ach! Wenn ich Shift drücke und die linke Maustaste, dann geht der ganze Stapel rüber. Ah! Aber teilen kann man hier anscheinend nicht. Ich mache das mal nach hier unten. Ich meine, wir haben jetzt so viele davon. Mal gucken, ob damit irgendetwas passiert im Komposter. Ich weiß es ja nicht. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Muss ich dafür auch Ausdauer bezahlen, wenn ich was pflanze? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Wasserrettich. Achso, den habe ich so mitgenommen. Das können wir erstmal hier reintun. Habe ich denn? Muss der hier dann drin sein? Ah, hier, genau. Wasserfahren. Da habe ich nämlich nur einen von. Ja, ich schätze, dass wir die auch bald mal. Das ist das andere Düngemittel. Ja, den können wir mal raustun. Den müssen wir sowieso mal irgendwo hinstellen. Dann machen wir das noch mit da rein. So. Muss ich demnächst nochmal so ein bisschen sortieren. Ah, da konnte man es jetzt auch gerade gut sehen mit diesen Rosenspalier, was ich jetzt bekommen habe. Die sind noch gedüngt. Sehr schön. Was bist du denn hier? Warum ist das hier so... Feengras! Ach, das habe ich aber, glaube ich, selber dran gemacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder ist das jetzt so gekommen? Ach so, klar, das sind die Rosen, die ich eben gemacht habe. Genau. Ich bin mir echt nicht sicher jetzt gerade. Wo bin ich denn hier zum Wasser gelaufen? Ach so, hier ist ja schon offen.
So, da würde ich gerne mal ausprobieren. Ne, ist immer noch rot. Könnte ich wohl theoretisch da ins Wasser machen? Weil das hängt da so ein bisschen. Aber das geht nicht, weil die wahrscheinlich noch immer im Weg sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder weil das Wasser halt kein Wasser ist. Das kann natürlich auch sein. Schade. Ah, das ist wirklich schade. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich mache nochmal fleißig hier drumherum alles weg. Aber ich beende jetzt hiermit erstmal die Folge. Und wir müssen ja sowieso ein bisschen warten. Ach so, genau. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir, ich glaube, da hinten in der Ecke war das. Ja, da hinten in der Ecke müsste das gewesen sein, wo die Bäume da auch sind. Werden wir dann nochmal hingehen, weil da konnte man ja irgendetwas machen, wo man Steine wegräumen musste. Und ich glaube auch sogar noch mit der Axt noch was machen musste. Ach so, und bei Tin, da war ja auch noch was, wo wir dann in eine Höhle rein konnten, um dann da auch noch zu sammeln. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich würde das am liebsten jetzt machen. Aber ich kann nicht. Ich muss ins Bettchen gehen, weil ich muss morgen wieder früh raus. Also sprich, in 6 Stunden muss ich schon wieder aufstehen. Deswegen muss ich leider noch ein bisschen warten. Aber wir werden es dann auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt auch immer wieder normal weiterspielen können und nicht irgendwie zwischendurch noch Geld grinden müssen oder sowas. Weil, ja, das ist halt doch schon recht nervig jetzt gewesen. Vielleicht respawnt das ja auch da oben auf dem Hügel rechts von mir gar nicht. Sondern die haben das nur gemacht, damit man ein bisschen Geld findet, um dann eben auch sich die Sachen leisten zu können. Das weiß ich jetzt nicht. Oder ist es wirklich so, dass es alle paar Tage wiederkommt? Also wir werden es uns auf jeden Fall nochmal angucken. Warte 2 Tage. Freitag war ich da, ne? Und dann habe ich auf Samstag geschlafen. Und dann würde ich jetzt nochmal schlafen auf Sonntag. Und da müssen wir mal gucken. Entweder in der nächsten Folge mit Tin reden oder wir machen das mit der Spitzhacke. Also wenn Tin dann schon frei ist, dann können wir auch direkt mit ihr reden und dann machen wir das mit der Spitzhacke danach. Ha, wie gesagt, ich bin so aufgeregt. Dankeschön erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!